So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ja, im letzten Part haben wir in der echten Welt noch ein paar Computer gehackt, sind wieder zurück in den Animus und haben hier ein paar Geheimnisse auf dieser Insel bekommen, die jetzt unsere ist. Und wir hat mal so die Aufgabe bekommen, auch ein bisschen, weil in diesem Haus hier ne Dings ist, mir fällt es gar nicht ein, eine Templerrüstung versteckt ist, die ich gerne mal hätte, oder ich versuche zumindest die zu bekommen. Da müssen wir ein paar Templer natürlich umbringen und von denen die Schlüssel kriegen und das heißt für uns, wir müssen hier die ganzen, wie es auch hier ist, Assassinenaufträge machen. Also setz ich mich mal ans Steuer. Insel stechen. Mal gucken, was der erste Auftrag ist. Würde mich schon interessieren. Na komm, Spiel, lade schneller. El Capitano will segeln. Ja, ich weiß, wie ich das Fernrohr benutze. Das wusste ich schon immer. Meine Güte. Einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Loch gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Ich will aber nicht. Oder ist der, ist da noch einer? Nö. Momentan nicht. Ich hätte gern den Assassinenauftrag gemacht. Aber ich darf nicht. Unfair. Na gut, dann gehen wir halt in die Kajüte. Und gucken uns mal die Pläne und so an. Zur Flotte. Yay, wir haben jetzt eine eigene Flotte. Dann machen wir das mal. Erste Geschäfte. Die sind schneller. Ach komm, schick mal das mal los. Na, dann warten wir mal kurz. So, Erfolg. Weiter geht's. Aber erstmal hier. Das wäre. Machen wir mal. In das Gebiet schicken wir auch noch eins. Und in den Golf von Mexiko. Nö, das ist noch riskant, dem machen wir noch nichts. So, das Ruder der Jackdaw übernehmen. Bin ich schon so gut wie dabei. Na los, geht's, ich will den Scheiß. Jetzt kommt irgendwas, was ich nicht will. Glaube ich. Ne? Doch nicht. Landet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Kannst du machen. Ich mache jetzt erstmal hier einen Assassinenauftrag.
Ja, der Shandy ist schon. Das ist schon heftig. Den nehmen wir doch mit. Da ist gleich unser Auftrag. Was? Sieht schlimm aus? Ich verstehe nicht ganz. Ich quetsche mich mal hier durch. Denn wir müssen da hinten hin. Und ich muss eigentlich ehrlich sein, ich wüsste nicht, dass ich jemals einen Assassinenauftrag gemacht habe. Gehen wir mal an Land. So sieht's aus, Captain auf Jagd. Flottenmission erfolgreich. Ah, lass fallen. Dann machen wir mal unseren ersten Auftrag, würde ich sagen. Schnell hier hoch. Oder auch nicht. Irgendwo muss ich doch hier hochkommen. Sag's doch. So, da ist schon der erste Auftrag. Komm her, Vögelchen. Was? Eine Gruppe von Marodeuren wurde in der Nähe bei der Jagd auf seltene Tiere beobachtet. Es gebietet ihnen Einhalt. Mach mal doch. Gut. Den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Macht alle Platz, ich komme. Ah, da ist die Schatztruhe. Nachdem, da höre ich doch schon was. Und zum Schiff. Ja, und ich darf mich ja nicht in Kämpfer verwickeln lassen, ist ja noch, gibt noch mehr Geld. Ich versuche natürlich mein Bestes, das zu machen. Und mal für euch die Templer-Rüstung zusammenzusammeln. Die Schlüssel, zumindest dafür. Ich will sie ja auch mal sehen. Ich will mal wissen, wie Kenway so da drin aussieht. Den lassen wir jetzt mal da schwimmen. Und ein Sturm zieht auf. Schön, wie die singen. Jo, jetzt geht der Sturm richtig los. Da ist unser Ziel. Ja, Captain über Bord mit Absicht.
Marihuana Island. Oh nö. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich guck mal kurz auf die Karte. Oh, ein größeres Gebiet schon mal zum Absuchen. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Sie wurden entdeckt, das ist mir klar. Das Ziel eliminieren. Erledigt. Was reden die da auf Englisch? Au. Gekontert. Stirb, Kartoffel. Eine von vier Drohnen. Ja, ich will zu dir auch, mein Freund. Scheiße. Denk nicht mal dran. Lol. Der ist weit geflogen, auf jeden Fall. Shit. Motherfucker. Na, erstes Ziel erledigt schon mal. Das ist positiv. Zwar nicht so, wie es gewünscht war, aber es ist erledigt. Na gut. Mal gucken, wie ich hier da drüber. Och Mann, Kenway. Willst du mich verarschen? Ich will doch nur den Aussichtspunkt. Dann kletter mal. Jetzt halt das mal. Kletter mal hier schön rauf. Und nö, bin falsch. Da bin ich richtig. Jetzt mal was anderes, schön in einem Sturm synchronisieren. Und hepp. Das gleich mal mitnehmen, das Fragment. So, mal kurz auf die Map gucken. Dann nehme ich halt gerade die ganzen Kisten und das mit. Da ist die nächste. Hey, Edward, bleib da oben. Der hat eine Schatzkarte.
Okay, Harpune Stufe 3. Ja, gut, das mache ich noch nie. Oder nie wirklich. Und da würde ich sagen, zurück zum Chef. Hab mich verdreckt. Gehen wir halt auf die Map. Da ist noch ein Assassinenauftrag. Segel setzen, Bewegung! Aufsegeln! Ja. Rundrum. Ich will nicht in die andere Richtung segeln. So viel Segel wie ihr könnt! So sieht's aus, Jungs. In diese Richtung. Mir fällt mal auf, ich könnte das Schiff irgendwann mal wieder reparieren. Wäre auf keinen Fall eine schlechte Idee. Rum um die Insel. Na, 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 na. Okay, ich höre schon auf. Und das Wetter verbessert sich wieder. Es klart auf, so langsam. Es regnet zwar noch, aber es stürmt nicht mehr. Warum hier? Scheiße. Wind, why are you doing this to me? So. Was kann ich da anlegen? Steuern genau auf die Klippen zu. Ah, da kann ich anlegen. Dann legt man halt mal schnell an hier. Einholen! Wiederholen und aufkeilen! Hauptsegel rein! Oh, Depp. Dann holen wir uns gleich den nächsten Auftrag. Machen wir das mal schnell mit. Prügeln! Nächster! Ganz schön scheiße, wenn er gegen mich verliert. Dem habe ich es richtig gegeben, ey. Bam. So, diese Taverne wäre frei. Und rüber. Da ist er. So, was haben wir jetzt? Ein spanischer Söldner, der viele Kriegsverbrechen gegen Zivilisten schuldig ist, desertiert und soll sich in der Nähe verstecken. Dann nehmen wir doch den mal an. Der Deserteur. Dann werden wir gleich mal wieder ablegen.
Da. Schnell mal drüber rein, ey. Überall ran. Komm schon. Yes. Ja. So sieht's aus. Ab geht's wieder. Wir segeln zum nächsten Attentatsziel. Das sich dort hinten befinden müsste. Ich hab darauf gewartet, dass sie anfangen zu singen. Ach, die können's. Die können singen. Ihr. Was ein Sprung, ey. Das nennt ihr. Da ist er doch. Und schon ist er tot. Tja, mein Freund. Der Tod kommt zu uns allen. Bei den einen früher, bei den anderen später. So kann man sich gut viel, schön viel Geld verdienen. So. Aber bevor ich weitermache, würde ich sagen, mache ich an der Stelle jetzt mal schon einen Cut. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lasst bitte auch einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommi da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.